Hallo, herzlich willkommen. Heute haben wir Montag, den 1.6.2015. Diese Woche gibt es wieder einen, ja, ich sag mal, spontanen Morning Talk, denn ich nehme heute wieder auf an einem Tag und einer Zeit, die ich normalerweise nicht mache. Deswegen habe ich nicht viel vorbereitet, weil ich kann eigentlich nicht an meinem normalen Aufnahmetermin, den ich mir hier mal gesagt habe, ey, um die Uhrzeit nehme ich auf. Das geht jetzt leider nicht. Deswegen mache ich das jetzt mal ganz schnell. Gibt auch keine Trailer, Sendeplan ist eigentlich auch wie immer. Könnt ihr auch auf meinem Kanal auf der Info dann sehen. Ja, was seht ihr noch hier? Ich bin schon wieder ein kleines Stückchen umgezogen. Nämlich habe ich meinen neuen Monitor bekommen. Der steht jetzt hier. Also genauerweise hier. Das zeige ich euch dann mal morgen, was ich mir bestellt habe alles. Weil mein Computer ist jetzt fast fertig. Mir fehlen noch zwei Teile. Die sind noch nicht da. Leider noch nicht. Die kommen aber diese Woche irgendwann. Und dann geht's los. Aber ich zeige euch dann mal, welche Teile ich habe. Das mache ich schon ab heute. Da muss ich nochmal gerade gucken, ob ich dran komme. Ja, ich komme dran. Machen wir zwei Teile draus. So. Und zwar noch schön verpackt. Ist einfach eine 1 TB Festplatte. Eine ganz normale Festplatte. Eine SSD werde ich mir auch noch holen, aber erst später, wenn das Budget passt. Einfach eine Festplatte, nichts Besonderes. Dann meinen Prozessor, seht ihr hier, den habe ich mir geholt. Von Empfehlung von Cryzen alias Dennis, der hat mir geholfen beim PC zusammenstellen. Ich habe ihm gesagt, ey, so 1100 bis 300 Euro, 1300 Euro ist die Grenze, weil so viel Geld habe ich dann auch gerade nicht zur Verfügung, dass ich mir sage, ey, komm, ich mache jetzt hier so ein 2000, 3000 Euro Ding. Ich meine, okay, dann hätte ich noch länger gebraucht als jetzt, weil ich habe jetzt schon fast nervt im Hintergrund, gell? Hier. Ich muss mal hier so sitzen, so. Ja, ich habe jetzt fast 4 Monate gebraucht, glaube ich, bis ich alle Teile zusammen hatte. Deswegen, ja. Ich mach's jetzt nicht auf. Hier ist der Prozessor drin. Ich habe es einmal ganz kurz aufgehabt und das war's eigentlich. Das sieht man. Man sieht es eigentlich gar nicht, dass ich das schon auf hatte. Oder habe ich das überhaupt? Nee. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist er. Kann man sonst irgendwas noch zeigen hier? Infos dazu? Nö. Aber ich denke mal, wenn ihr den Namen da seht, ihr seht ja den Namen hier: Intel Xeon Prozessor E3. Da unten ist die Nummer davon: E3 1231 V3, bla bla bla. Dann könnt ihr euch ja selber mal informieren, ob ich denn eine gute Wahl getroffen habe dazu. Natürlich gibt es bessere. Es gibt immer was Besseres, was, wenn es den PC betrifft. Aber ja, ich sag das ja schon. Langsam. Irgendwann steigere ich mich und so weiter. Erstmal soll er stehen. Weil mein Laptop ist auch schon gut, aber nicht so gut. Wie das Ding hier jetzt. Ich meine, mein Laptop hat was, ich kann es ja mal sagen. Intel Core i7. Mit 2,2 GHz. Turbo zu 3,2. Ist ganz gut, aber bei Streamen reicht's nicht. Ich hoffe, dass der hier reicht zum Streamen. Ich denke aber schon. Sieht mir ja schon 3,4 GHz. Ja, okay, gut, kommen wir zum Film. Ich habe mir diese Woche, oder besser gesagt am Wochenende, mir neue Filme gekauft. Ich zeige euch jetzt mal den ersten, den ich mir gekauft habe, und das ist On the Job vom Studio von The Raid. The Raid ist einer der geilsten Filme, die ich gesehen habe in letzter Zeit. Und das ist, ja, On the Job. Habe ich die erste Stunde geguckt vom Film. Danach war ich so müde, dass ich dann lieber ins Bett ging. Und die Stunde, die war schon mal ziemlich, ziemlich gut. Ich kann ja mal hier aufmachen. Ja, hier, so sieht die Disc aus von On the Job. Nee, also wie gesagt, ich gucke das gerade auf meiner PS3, weil meine Anlage steht ja noch nicht, weil ich die Möbel noch nicht habe. Der Tisch hier hinten, das ist der, den wir mit Spontangebabbel machen. Der gehört eigentlich nicht hier hin, der kommt dann wahrscheinlich weg. Deswegen weiß ich noch gar nicht, wie wir dann Spontangebabbel weiter aufnehmen. Also wie wir uns hinsetzen, was für einen Tisch wir nehmen und so weiter. Dieser Schreibtisch kommt weg, den seht ihr jetzt natürlich nicht. Ich kann ja mal ein bisschen. Nee, das bringt nichts, wenn ich das zeige, weil der ist alles voller Tastaturen und so. Ja, also da ist nichts. Da hinten steht halt noch mein Bett
Dann eben am Bett ist der. Hier ist der Schrank. Schrank und Bett bleiben. Also schon mal richtig. Ah, das Licht. Ich muss jetzt mal sitzen bleiben. Ansonsten kommt hier halt noch hier ein neuer Schreibtisch, neue Regale hier. Da hinten kommt dann mein Board hin, Slowboard für meinen Fernseher. Also, das wird jetzt alles wahrscheinlich Ende diesen Monats alles kommen und dann kommt eine Roomtour. Könnt ihr schon mal drauf freuen. Gut. Ja, das war's. Wie gesagt, das ist ein bisschen kurz jetzt. Die Woche. Bisschen zack, zack. Was kommt heute? Witcher. Witcher, sage ich euch jetzt schon, weiß ich nicht, ob ich das weitermache. Und zwar einfach aus dem Grund, weil es ja geguckt wird. Ich habe jetzt am Anfang, okay, ich war einer der ersten, der Witcher angefangen hat, weil ich es als erstes hatte. Da haben es Leute geguckt. Aber jetzt, einen Aufruf, zwei Aufrufe pro Video. Weiß nicht. Und da will ich dann lieber was anderes aufnehmen, was auch geguckt wird. Da bin ich am Überlegen gerade mit Mariandos und Domme und Nico, ich weiß gar nicht, wer noch alles mitmachen soll, ein neues Spiel zu machen. Was es ist, sage ich noch nicht, falls es nichts wird. Aber wir wollten ja schon aufnehmen, nur dann ging es nicht. Und ja, mein Laptop ist dann abgekackt und so weiter. Nur Probleme, Probleme. Also, habt eine schöne Woche. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss und bis bald.